Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Demolition Ball 2018 hier auf der Zockeroase. Ja, wir haben hier zuletzt eine verlassene Baustelle, alles abgerissen. Hier ist nichts mehr zu sehen. Und wir müssen jetzt zusehen, dass wir im Ranking auf die 6900 Punkte kommen. Schauen wir erstmal, was unsere Grundstücke alle machen. Honolulu Island, da haben wir jetzt alle Grundstücke gekauft. Und da brauchen wir vielleicht sogar nochmal einen Mitarbeiter. Wir haben bisher nur ein Level 4. Wir sollten hier nochmal einen Level 5 Mitarbeiter einstellen. Oder? Ne, haben wir sogar schon. Ach gut. So. Embertown. So, in Embertown ist die Diamantenmine wieder voll. Die müssen wir einmal leeren lassen. So, dann ist das auch alles erledigt. Jetzt müssen wir nach Dorfenberg. Hier haben wir noch drei Grundstücke, die wir kaufen können. Und die benötigen wir wohl auch alle. So, dann Gold Valley. Sind auch schon wieder einige, die wir warten müssen. Beziehungsweise das Erz verkaufen müssen. So, das wäre das. Und dann würde ich mal sagen, mit 50.000 Dollar im Gepäck. Oh, hier haben wir nur noch ein unterirdisches Parkhaus. Die Missionen wiederholen sich, glaube ich, jetzt immer wieder. Ja, und dann fahren wir jetzt zurück nach Dorfenberg. Können wir natürlich auch mit dem Taxi hin. So. Ja, dann sehen wir uns gleich in Dorfenberg wieder. So, da wären wir. Waren wir schon lange nicht mehr. Und ja, ein paar Fragezeichen haben wir hier noch. Zum Entdecken. Wir haben noch lange nicht alles entdeckt. Mal sehen, was es hier noch für Jobs gibt. Eine alte Kirche. Aber das kennen wir ja auch schon. Und die Belohnung gar nicht zu vergleichen mehr mit Honolulu Island. So, wir wollen jetzt die Grundstücke kaufen. Fangen wir mal mit einem Erholungsgebiet an. Kostet nur 3000 Dollar. So, das wäre hier. Machen wir mal einen Wegpunkt und dann können wir uns, glaube ich, mal hier zur alten Kirche transferieren. Holen wir uns mal den Pickup. Wo auch immer der hingestellt wurde. Da. So, jetzt kommen wieder unsere ganzen Einnahmen, einer nach den anderen. Ist eine nette Nebeneinnahme. So, hier müssen wir jetzt rein. So, den Pickup parken wir mal hier. Erholungsgebiet entdeckt. Ja, 3000 Dollar. Das ist natürlich mit unserem Geld, was wir jetzt haben, ein bisschen Trinkgeld. 400 Dollar würde das nachher einbringen. Zwei Stufen haben wir. Wir brauchen erstmal vier Holzbretter. Ja, liefern, Schuppen aufstellen und alte Hütten abreißen. So, dann Bauholz. Dann brauchen wir also vier Stück. So, einmal den LKW. Oh, jetzt kommen wir hier nicht hier rum. Mit so einem großen Wendekreis hier. Vier
Stück. Nur 1600 Dollar. Auch da kennen wir ja mittlerweile ganz andere Einkaufspreise. So, müssen wir einmal gucken. Erholungsgebiet, wo war das jetzt eigentlich? Wo war das Erholungsgebiet? Grundstücke. Da war das. So. Ach, hier oben, genau. Müssen wir jetzt einmal quer über die Map fahren. Und dann bin ich mal gespannt, wenn wir Ranking A erreichen, ob das oder ob die Kampagne dann beendet ist. Das ist die spannende Frage. 6000 Punkte haben wir, also das sind wahrscheinlich nur jetzt die letzten drei Grundstücke. Nächste Arbeit erledigt. Der bewachte Parkplatz ist auch wieder in Ordnung. Dann steigt unser Ranking jetzt noch weiter. Solange bis das nächste Grundstück wieder gewartet werden muss. So, da wären wir. So, dann laden wir mal ab und machen uns dran an Stufe 1. Steigen wir mal aus und gucken einmal, was wir machen müssen. Schuppen aufstellen, 4 Stück. Ja, dann müssen wir natürlich erstmal die 4 Holzlieferungen entsprechend abstellen. Das geht natürlich wieder mit einem Kompaktlader. Oder beziehungsweise hier heißt der Löffeltiefbagger. So, der müsste mal bald aufgetankt werden, aber ich glaube, das schaffen wir noch. So, Löffeltiefbagger. Da ist der hinten, der Aufzug. Haben wir den überhaupt schon mal benutzt für hinten? Ich glaube, wir hatten immer... ja, immer was anderes genommen. Ja, dann versuchen wir doch mal hinten. Das geht. Nur müssen wir hier wieder umschalten zwischen Fahrmodus und Kranmodus. Müssen wir uns einmal gut positionieren. So. Ja, machen. Probieren wir nochmal was Neues aus hier. Müssen wir den einmal runter. Ja, das klappt auch. Ein bisschen ungewohnt, das Ganze hinten aufzuladen, aber funktionieren tut's auch.
gucken, wir können den ja so runterschmeißen. Ja, das geht auch. Wunderbar. Immer das hin und her geschaltet von den ganzen Modi. Da will man losfahren und dann ist man im falschen Modus drin. So. Oh. Na. mal sehen, ob das noch zählt. Schmeißen wir den mal runter, dann macht er irgendwelche Stunt-Einlagen. So, jetzt müssen wir nur die Hütten bauen. Das ist nur, ja, ein Klick und die Hütte steht. So, jetzt müssen wir noch die alten Hütten abreißen. Die neuen stehen. So, dann fahren wir mal einmal durch hier. Oder auch zweimal. Hier sind nur zwei Hütten. Das war's. So viel Platz hier. Hier hätten wir noch viel mehr Hütten aufbauen können. Was natürlich dann noch viel mehr Einnahmen bringen würde, aber das soll's hier gewesen sein. Gibt 150 Punkte. Aber wir haben ja noch eine zweite Stufe vor uns. Mal gucken, was wir da noch so machen müssen. So, wir haben einen Notfall. Mal so zwischendurch. Mal gucken. Ah, 11 Minuten. So, Unfallstelle. Können wir uns sogar hin transferieren. Jo, einen Baum von der Straße schieben. Hier gibt es allerdings nur 6.000 Dollar. Nicht wie bei Honolulu Island mit 8.000. Oder in Amber Town war das, ja. Hatten wir in Honolulu Island eigentlich einen Notfall? Ich glaube nicht. So, dann schieben wir den Baum hier mal beiseite. So, das wäre das. Und dann noch die paar Stöckchen hier einsammeln. Wirklich eine schön schnelle Mission. Und ja, hier noch einer. Und dann war's das schon. So schnell haben wir mal wieder 6.000 Dollar. Obwohl Geldprobleme werden wir wohl jetzt nicht mehr haben.
Ja, das war nur mal schnell zwischendurch. Dann machen wir jetzt natürlich weiter. Zweite Stufe Erholungsgebiet. Da brauchen wir wieder viermal Holzbretter. So, LKW. So, fahren wir jetzt mal links rum. Ja, das schafft er besser. So, nochmal vier Stück. 1600 Dollar. So, dann gehen wir Erholungsgebiet, Big Punkt. Schade, dass man das nicht abkürzen kann. Überall kann man Taxi nehmen, aber nur nicht, wenn man im Auto drinne sitzt. Hätte man ja gegen eine kleine Gebühr oder so machen können, wäre ja kein Problem gewesen. Aber wenn man das jetzt hier schon alles so oft gemacht hat, dann will man eigentlich nur noch schnell vorankommen und das Ende vom Spiel erreichen. So, da wären wir. Mal sehen, was wir mit dem Holz machen müssen. Oh, jetzt müssen wir einen Holzzaun aufstellen. Schuppen mit Nägeln verstärken. Okay. So, erstmal müssen wir wieder. Den Löffeltiefbagger holen. Warum der hier schon wieder verschwunden war, ich weiß es nicht. So, das heißt wieder rückwärts rangieren hier. Warum zappelt der hier eigentlich immer? Hallo? Der kleine Zappel-Philipp. Also irgendwas scheint mit dem Löffel-Tiefbagger hier nicht mehr zu stimmen. Bei der letzten Mission fing der auch schon beim letzten Holzbrett an. Seitdem ich hier den einen da runtergeschmissen hatte.
So, den stellen wir hier hinten ab. Ja, Hauptsache, der ist irgendwie dran, das reicht dann schon. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen manövrieren. Mal gucken, ob wir da so gut hinkommen. Platz genug ist eigentlich. Es sei denn, man lenkt falsch ein. Ein kleines Geschicklichkeitsspiel. So, den brauchen wir hier nur ein paar Meter hier rein und dann war es das schon. So, dann stellen wir mal den Zaun auf. Lass uns jetzt hier einmal rumrennen. Das soll ja auch ein Erholungsgebiet sein. Deswegen wollen die Leute hier einen riesen Zaun vor der Nase haben, damit sie nicht mehr rausgucken können. Ist ja schon fast wie im Gefängnis hier. So, jetzt müssen wir auch die Schuppen mit Nägeln verstärken. Hier an den Punkten. So, das heißt, wir brauchen die Nagelpistole. Haben wir die überhaupt schon einmal eingesetzt? Ich glaube nicht, das allererste Mal. Glaube ich, in die Knie gehen, genau, das geht natürlich auch. Ach, geht sogar auch so, man muss nur genau treffen. Okay. Das wäre das. So, dann. Jo, das war's. Damit haben wir das nächste Grundstück fertig. Das Erholungsgebiet. Und schon sind wir im Ranking auf 6400 Punkte gestiegen. Und ja, jetzt bleiben noch zwei Grundstücke hier in Dorfenberg. Die werden wir so schnell wie möglich jetzt erschließen. Und ja, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir nähern uns dem Finale. Also bleib dran, wenn du das Ende sehen möchtest. Also ich bin schon mal gespannt, ob es da irgendwie eine Abschlusssequenz gibt oder so. Oder ob das Spiel sogar noch weitergeht, wenn wir jetzt so schnell Ranking A erreichen. Schauen wir mal und ja, würde mich freuen, wenn du weiter dran bleibst. Unterstütze auch gerne meinen Kanal, wenn du möchtest, mit einem Daumen nach oben. Lass auch gerne Kommentare da. Das ist alles gut für mein Ranking. Vielen Dank für deine Unterstützung und ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.